Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Prey mit Paxis. Wir müssen in Dr. Calvinos Werkstatt und ich bin schon gespannt, wenn wir das erste Mal. Ah ja, wir können ja überall raus. Das ist echt so geil gemacht, dass es hier keine unsichtbaren Wände und sowas gibt. Das ist so geil. Von dem Spiel gibt es auf Garantie genau aus diesem Grund auch richtig geile Speedruns. Was wollte ich sagen? Ja, ich bin schon gespannt, ob wir erstmal mehr sinnvoll mit der Kanone hier schießen können, weil ich will logischerweise die Munition nicht verschwenden. Okay, da hat es ganz kurz geleckt, aber. Ja, Baby, genau so will ich das haben. Ich hoffe, wir finden genügend Munition. Ich denke mal, wenn wir. Ah, da haben wir direkt nochmal vier Stück. Ich denke mal, wenn wir nah genug dran sind, dann können wir die Typen auch mit einem einzigen Schuss kaputt machen. Moment, haben wir für die Telefonkonferenz nicht eine Karte bekommen? Ja, ne? Kampfgrundlagen. Jetzt kommt die Kampfgrundlagen? Nutze im Kampf die Umgebung und setze Werkzeuge ein. Du musst nicht gegen jeden Gegner im direkten Kampf bestehen. Wähle alternative Wege, um einen harten Gegner vorbeizuschleichen oder komme ihn davon. Wenn du kämpfen willst, erhöhst du deine Überlebenschance, indem du Gegner vorher mit Werkzeugen wie der Glukanone außer Gefecht setzt. Ich wollte gerade sagen, das heißt dann wahrscheinlich, dass jetzt ganz doll viele. Au, au, au. Stimmt, ich kann ja einfach hier das Geschütz arbeiten lassen. Ach man, hätte ich Munition sparen können. Das war doch eine dieser Hilfsmittel. Umgebung nutzen, Idiot. Weil ich ganz stark davon ausgehe, dass beim Schwierigkeitsgrad schwer dann auch die Munition wieder. Wieso habe ich denn hier eigentlich keine Munitionsanzeige? Wieso muss ich denn immer erst hier reinscrollen? Was ist denn das für ein Scheiß? Fällt mir gerade so spontan auf. Oder ich muss halt die Waffe wechseln. Das ist ja kacke gemacht. Oder halt auf Waffe drücken. Naja. Egal, wir haben jetzt einiges an Munition. Trotzdem denke ich, ist es beim schweren Schwierigkeitsgrad wieder so, dass man auch weniger Munition findet, etc. Telefonkonferenz. Oh! Ja, genau. Genau in die richtige Richtung gerannt. Vielen Dank. Da wollte ich dich sowieso hinlocken. So, es war jetzt, glaube ich, Nummer 4 oder 5. Alias Black. 9mm Munition, schallgedämpfte Pistolenmunitionsfabrikatorplan. Schallgedämpfte Pistolenmunition? Hä? Verstehe ich nicht ganz. Hat nicht eigentlich eine Schalldämpferpistole genau die gleiche Munition wie halt 9mm Munition? Ist nicht genau das gleiche? Eine Schachtel mit 9mm oder. Hä? Haben wir gerade die Munition, diesen Munitionsplan gefunden? Warum hieß er nicht einfach 9mm Munitionsplan oder so? Sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Egal, wir haben noch einiges am Platz. Ja, also bisher brauchen wir die Erweiterung noch nicht. Sehr schön. Schallgedämpfte Pistole. Ach, man findet automatisch direkt als erstes eine schallgedämpfte Pistole. Sag mir das doch. Schallgedämpfte Pistole. Benutzen zum Abfeuern. Okay. Die Transtar PPN 8 Pistole ist die Standardwaffe des Transtar Sicherheitspersonals. Sie ist handlich, schnell und leise und verursacht ausreichend Schaden, ohne dabei übermäßig für Aufsehen zu sorgen. 47 Schuss. Okay, ich will einmal schießen, weil ich gucken will, wie die klingt. Wieso kann man denn nicht genauer zielen mit den Waffen? Also, ich kann über Rechtsklick nicht in den Zielmodus gehen, aber das geht doch bestimmt über Game und Con. Es ist einfach. Mal gucken, was bei Rechtsklick in der Steuerung steht. Maustaste 1, Maustaste Psi-Fähigkeit, Menü schließen. Ah, okay. Angreifen, springen, schleichen, sprinten, nach links, nachladen, feuriger Waffe, Taschenlampe, Autodialog, scannbares Ziel anvisieren. Ziele, Fähigkeiten. Krass, gibt's echt keine Funktion dafür? Das ist aber auch irgendwie merkwürdig, oder? Also, das ist ja schon. Also, das ist eigentlich jedes Spiel. Das macht ja auch Sinn. Aha, so klingt es also. Na gut. Ich denke trotzdem, dass wir die. Verdammt, wie kann ich denn jetzt. Wie kann ich denn die Waffen umlegen, dass die Schrotflinte auch nicht auf der 3 liegt? Ach. Egal. Ich denke jetzt trotzdem erstmal die Schrotflinte, weil ich denke, wir werden meistens gegen Mimics kämpfen, also gegen nahe Gegner, und da ist es dann natürlich besser, mit der Schrotflinte zu arbeiten. Und nicht mit der Pistole. Pistole ist dann eher für die Phantome aus der Entfernung halt. Zumal die Waffe dann ja auch leise ist. So ein Stuhl könnte auch noch ein Mimik sein, aber ich glaube, es waren vier Mimics. Bisher waren vier Mimics auf einmal in einem Raum irgendwie das Maximum.
Okay. Hier waren wir noch nicht. Sales Division. Was wird denn da verkauft? Schauen wir mal rein, dann werden wir es ja sehen. Das klang nach Phantom. Ja, haben wir das in Labors erschaffen? Moment, Moment, ich habe doch hier irgendwo wieder so ein Explosivding gehabt. Muss ich das wieder so weit tragen? Egal. Komm, das lohnt sich, macht viel Schaden. Das sind ja normale Phantom, oder das war ja ein... Hier geht's ja auch noch weiter. Hä? Ach nee, von hier bin ich gekommen. Hier geht's. Hier geht's weiter, alles klar. Was wollte ich sagen? Wo ist es hier? Das war ein normales Phantom. Ich gehe mal davon aus, es braucht weniger Schaden als das brennende Phantom. Nice! Zwei Schuss mit der Pistole, einmal so ein Explosionskanister und es war halt auch wirklich so. Hat deutlich mehr Schaden gemacht an dem Phantom als an dem Feuerphantom. Sehr schön. Okay. Oh, wir könnten eigentlich... Das war nicht der Plan. Wir könnten eigentlich mal was essen. Damit wir uns langsam heilen. Dann kann ich auch mal sehen, wie viel ungefähr dadurch geheilt wird. Der Weltraumaufzug, das hat man schon. Flexi Vorarmbolzen. Das sieht aus wie so eine Schaumstoffpistole, also Schaumstoffbolzen. Transter aktuell, unsere Mitarbeiter im Fokus. Auszug aus dem vierteljährlichen erscheinenden Mitteilungsblatt Transter aktuell. In Stars im Aufwind stellen wir Ihnen Harley Granger vor, Mitglied des Neuromod-Vertriebsteams und derzeit auf der Talos 1 stationiert. Manchen von Ihnen dürfte Harleys Name noch aus seiner Zeit als professioneller Baseballspieler ein Begriff sein, als er mit der Nummer 66 für die Tornados auf der Second Base stand. Harley wurde vor 2 Jahren auf die Talos 1 versetzt und ist seitdem mehr als 50 Mal hin und wieder zurückgereist. Nicht schlecht für jemanden mit Flugangst. In meiner Zeit als Baseballspieler war ich gezwungen, mich mit dieser Angst auseinanderzusetzen, erläuterte Harley. Ob Sie es glauben oder nicht, ein Shuttleflug zur Talos 1 ist wesentlich unproblematischer, als in einem normalen Flieger über das Land zu fliegen. Schönes Gemälde. Noch irgendwas? Ne. Komisch, dass man Tassen nicht recyceln kann. Da gibt es echt viele hier. Na? Aus den Blumen macht man dann wahrscheinlich organisches Material, logischerweise. Yuri Kamura. Bitte keine Mimics, aber ich glaube, da hier so ein Phantom rumgelaufen ist, brauchen wir keine größere Angst vor einem Mimik haben. Vertriebsmappe. Auszug aus einem internen Transfer-Memo zu Vertrieb und Marketing von Peter Laney. Ich glaube nicht, dass wir uns große Sorgen um die Nebenwirkungen machen müssen. So wie ich das verstehe, ist das doch nur ein kleiner Piekser, oder? Es sieht furchteinflößend aus, aber wenn wir einige der attraktiven Vorteile von NMs per Werbung in den Vordergrund rücken könnten, würde sich auch die öffentliche Aufmerksamkeit entsprechend verlagern. Diese Sache mit den roten Augen beunruhigt mich auch nicht sonderlich. Ich bezweifle, dass eine einzige Person aus dem öffentlichen Sektor so viele NMs auf einmal in die Hände kriegen kann. Nicht bei diesen Preisen. Wesentlich besorgniserregender finde ich allerdings diese Berichte über Gedächtnisverluste beim Entfernen von MMs. Amnesie? Ernsthaft? Wir können das Gehirn einer Person neu vertraten, ihr jede gewünschte Fähigkeit geben, aber wir können nicht verhindern, dass der Kopf auf den Augenblick zurückgesetzt wird, indem sie den Scheiß installiert bekam, wenn wir es wieder entfernen. Wenn das rauskommt, gehen die NM-Verkäufe in den Keller, egal ob man spezielle Geräte und eine entsprechende Ausbildung dafür benötigt. Niemand will die Gefahr entgegen, Jahre seines Lebens zu verlieren, nur um Französisch zu lernen. Das darf nicht mal im Kleingedruckten stehen. Was den Kunden angeht, sind NMs permanent. Okay. Exporter, man kann das nicht nach Hause schicken, das wurde schon bemerkt. Ein Monatslohn
kann. Was? Ein Monat und dann ist es vergessen. So. Neuromod. Geil, dass ich das fast übersehen hätte. 4 Stück. Krass, ey. Aber wie gesagt, bisher sind wir noch nicht wieder in der Situation gewesen, wo wir irgendwas brauchen. Wir könnten natürlich trotzdem mal gucken, wie viel wir jetzt insgesamt wieder haben. 11 Stück schon. Und zum Beispiel, wie gesagt, sowas wie Energie oder sowas ist ja immer sinnvoll. So, das zum Beispiel, Konditionsschub, erhöht deine Gesundheit auf 115, deine Ausdauer auf 105, du rennst, schleichst, kletterst und sprintest. Das zum Beispiel ist, glaube ich, immer gut. Das werde ich auf jeden Fall mal nehmen. Das hilft mir ja auch direkt jetzt schon, weil ich mehr Energie und sowas habe. Kampffokus. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Schusswaffen 1 erhöht den Schaden von Sicherheitswaffen auf 120% und kritische Treffer. Und Schusswaffen sollte ja auch jetzt Schrotflinte etc. sein. Ich bin am überlegen, es macht eigentlich schon Sinn, ne? Also ich überlege die kritische Trefferchance. Kostet 4. Und Energie, es ist schwierig. 4 ist halt schon relativ teuer. Wenn ich dann mal irgendwann zum Beispiel jetzt hier Techniker gehen will und dann Reparatur 2 brauche oder so, dann sind das schon 5 Punkte, die ich verbrauche. Deswegen, ich glaube, ich behalte erstmal. Ich komme ja noch ganz gut klar in den Kämpfen bisher, von daher lasse ich das erstmal so, wie es ist. Oh, fuck, wo ist er denn, wo ist er denn? Sag ich doch, dass ein Schuss reichen kann. Ach verdammt, er hat mich verletzt. Ich habe gar nicht geguckt, bis wohin mich das Essen aufgefüllt hat. Aber ich glaube, wenn ich unter 80 falle, dann kann ich ruhig immer was essen. Wir haben ja auch recht viel. Einladung zur Installation von Neuromods, das hatten wir ja schon. Der ist außer Betrieb oder hat keinen Strom oder ist kaputt oder wie auch immer. Regale sind alle leer. So, dann müssten wir jetzt hier eigentlich alles haben. Würde sich ja fast schon lohnen, nochmal zurückzugehen und die Sachen zu recyceln, damit wir die nicht sinnlos rumschleppen, weil die versperren ja logischerweise. Moment, ging's hier noch irgendwo lang? Nee, ne? Die versperren ja logischerweise Plätze im Inventar. Und dann kann ich mir das noch aufheben, dass wir den. Ich meine, irgendwann werde ich den Anzug sowieso dann aufboosten. Man scheint ja auch immer relativ schnell, relativ viele Sachen zu finden auf einmal. Das ist ja nicht so, dass man jetzt wenige Neuromods bisher gefunden hätte. Oh oh, das klingt, wenn hier irgendwo was rumliegen würde, was eher ein Mimik ist. Da waren 2 nebeneinander, deswegen dachte ich, ist vielleicht ein Mimik. Da schlage ich mal besser nicht drauf. Fehlfunktion. Ach, hier könnte man. Recycler-Defekt. Hier könnte man auch recyceln. Okay, was kostet denn das Reparieren? Hä? Was muss ich denn. Hä? Reparatur 1 zum Beispiel. Okay, dann würde ich jetzt mal sagen, holen wir uns Reparatur 1, weil es ist auch ziemlich billig. Kostet mich gerade mal 1. Reparatieren. Ersatzteile. 9 von 6. Dann machen wir das mal. Oh, ich dachte, da gibt es irgendeine geile Animation. Das war jetzt na toll. Einfach nur auf den Knopf drücken und es passt wieder. Aber es ist schön, wenn wir sich erst zu unserem nach Hause gehen, sondern können es einfach den Schrott hier übertragen. Ist jetzt gar nicht mal so viel gewesen, aber okay. Und so. 3,5. Was sind das? Ach so, ja, weil wir es automatisch sortiert haben, ist es nicht mehr so untereinander. 1, 2, 3, wo ist das vierte? Hier. So. Aber was zum Bauen haben wir nicht direkt, wie es aussieht. Sind die Bolzen Schrott oder? Flexibolzen für den Jägerin, Bolzenwerfer. Ja, es ist
Schrott. Wo sehe ich, dass das Ding da nicht in die Luft springen? Dr. Was? Dr. Calvinus Werkstatt. Da müssen wir eh rein, oder? Ich bin nur gerade am überlegen, ob ich mal irgendwo anders hingehe vorher. Nee, eigentlich nicht. Warum? Scheint ein nächstes neues Gebiet zu sein, wenn es hier extra lädt. Du betrittst Maschinenlabor. Technologische Wunder wie die Looking Glass Terminals werden im Maschinenlabor konzipiert und entwickelt. Ja, also, erstes kleines Fazit. Also mir gefällt das Spiel sehr gut, aber es kommt auf jeden Fall, also es ist meiner, also es ist auf jeden Fall kein Half-Life 2 Nachfolger und es kommt auch auf jeden Fall überhaupt nicht ran. Es ist zwar interessant gemacht, coole Idee von der Story her, aber man wird nicht so reingesaugt in die Geschichte wie bei Half-Life 2. Also Half-Life 2 ist einfach, was die Story angeht, so geil. Da ist man einfach direkt drin und das ist jetzt, also das ist auch interessant, ich will auch wissen, wie es weitergeht, aber es fesselt mich auf jeden Fall nicht so wie Half-Life 2, also das kann ich jetzt schon sagen. Es kann natürlich noch mega geil werden, also noch geiler werden, aber das glaube ich nicht. Also ich denke, es ist ein Spiel, was man gerne durchspielt und interessante Story hat und halt auch Kampfschleichangriffe. Der integrierte Kreislauf hat neue Instruktionen gefunden. Okay. Was ist los mit dem Ding? Es lebt noch, scheiße. Ach toll, es explodiert dann auch noch, geil. Kuhstallzellen. So, vielleicht machen wir jetzt das andere Ding erstmal kaputt, bevor wir uns hier in Ruhe umgucken. Oh, scheiße. Okay, das war alles ein bisschen merkwürdig. Ich würde sagen, wir essen was und wir reparieren unseren Anzug. 25, wir haben ja Anzug 69, das passt. So. Der Rest ist wahrscheinlich Mimix, deswegen nehme ich hier meine Schrotflinte. Aber jetzt können wir eigentlich auch erstmal in Ruhe die Sachen hier anschauen. Wer ist das? Hope Alice. Ein bisschen Essen. Rohrzange nehmen wir mal mit. Können wir wahrscheinlich auch wieder zu Ersatzteil machen. Noch Mountain irgendwas. Kommst du mit? Hey, ich habe Larsen in den Vorführraum geschickt, damit er uns eine Flasche Old Sala organisiert. Lust mitzukommen? Verzögerung der Vorführung. Hope, die Vorführung des ATAX-Antriebssystems muss verschoben werden. Wir arbeiten hier in der Werkstatt noch an einem kleinen Kalibrierungssystem. Problem. Besteht aber kein Grund zur Sorge, Franklin. Noch irgendwas? Diese Schränke übersehe ich teilweise auf jeden Fall. Das ist mir schon aufgefallen. Was ist das für blöde Musik? Kann man die mal ausmachen? Zitronenschale, wer ist denn hier die ganze Zeit immer. Wer ist denn hier die ganze Zeit immer irgendwelche. Hallo? Was war das? Irgendwelche Zitronen, die Schalen hier rumliegen. Das kann man nicht hacken, ne? Ach doch, hier steht's ja. Hacker 2 erforderlich. Aber wisst ihr was? Das ist wahrscheinlich gar nicht mal so teuer, oder? Okay, es kostet uns 5 Punkte. Es kostet uns 5 Punkte. Aber eigentlich will ich trotzdem irgendwann dieses Hackzeug können, von daher ist egal, mach ich jetzt. So.
Hacken. Die Hackerfähigkeit ermöglicht die Sicherheitssysteme, die Keypads, Arbeitsterminals und Sicherheitsstationen schützen, zu umgehen. Mit verbesserter Fähigkeit kannst du Robotersysteme wie geschützte und Operator-Einheiten hacken. Benutze Hacken eines Systems WSAD, um schnell durch Bitstrom zu steuern und das Ziel zu erreichen. Sobald du im Ziel bist, drücke die erforderliche Taste, um das Hacken abzuschließen. Aha! Ist eine interessante Idee, gefällt mir, so ein kleines Minigame quasi. Ich habe ja Glück und finden. Scheiße. Moment, waren hier unten nicht wieder so ein. Lag da nicht wieder irgendwo so ein Kanister rum? Ist das falsch im Kopf? Also hier ist keiner. Ich meine, zur Not mache ich ihn auch einfach so platt. Ja, von da sind wir ja. Nee, das geht nicht. Da können wir nicht weiter zurück. Wir könnten ihn halt irgendwas ranwerfen und damit ein bisschen Schaden, glaube ich, verursachen. Boah, ist immer weil ich ultra langsam. Ne, das dauert mir zu lang. Wir machen ihn jetzt einfach so kaputt, was soll. Oder wir können ja die Pistole nehmen auf Distanz. Oh, wir können ja richtig schnell schießen mit der Pistole, geil. So. War doch taktisch gar nicht so schlecht. Und ich werde auch wieder was essen. Ich glaube, das ist der Direktor des Labors. Er hat sie wohl bewundert. Bedauerlich. Jürgen Thorsteins Quartier. Also wir mussten wahrscheinlich sowieso hier rein irgendwie. Recycler da drin. Ist wahrscheinlich. Wenn eine Recyclerladung explodiert, zerlegt sie die molekularen Struktur von Objekten in ihrer Nähe in recycelbare Materialien. Deine Uniform bietet dir zwar etwas Schutz, aber sie ist nicht vollkommen sicher. Es ist daher gefährlich, eine Recyclerladung zu nahe zu kommen. Aha. Kann ich es auch gegen. Kann ich das auch gegen 5 ist das jetzt? Sorry, ich musste niesen. Kann ich das auch gegen Monster einsetzen? Muss ich mal probieren. Also probiere ich auf jeden Fall irgendwann mal. Ich würde jetzt aber erstmal sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.